Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2, einem kleinen Trophy oder Achievement Guide. Und zwar geht's heute um die Trophy, die Museumslinie. Die Museumslinie ist eine leicht verpassbare Trophy, denn hierfür benötigt ihr alle Passagierfahrzeuge vom Startjahr 1850 bis in die Neuzeit. Da die Fahrzeuge nach einer gewissen Zeit nicht mehr erwerbbar sind und somit verschwinden, müsst ihr diese, also sobald sie verfügbar sind, am besten gleich kaufen. Danach müsst ihr erstmal nichts weiter damit machen, sondern könnt sie getrost im Tram-Depot lassen und wenn ihr alle 18 zusammen habt, eröffnet ihr einfach eine Linie und packt alle 18 Passagierfahrzeuge auf diese Linie. Und somit schaltet ihr diesen Erfolg frei. Im Hintergrund seht ihr durchlaufend alle 18 Fahrzeuge, die ihr hierfür benötigt. Und seht auch zu jedem Fahrzeug das Baujahr, ab wann sie verfügbar sind. Ihr könnt das Video natürlich jederzeit pausieren, um genau nachzusehen, wie das Fahrzeug heißt und ab wann es verfügbar ist. Und eine wichtige Anmerkung noch, das Ganze müsst ihr in einem freien Spiel machen. Zum Schluss des Videos werdet ihr nochmal alle 18 Fahrzeuge im Zeitraffer in Aktion sehen und somit hoffe ich, euch damit helfen zu können und wünsche euch damit viel Spaß beim Freischalten der Trophy oder des Achievements und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und freue mich natürlich gerne über Kommentare oder auch ein Like. Tschüss, bis zum nächsten Mal.